verdächtiger Umschlag. Was hast du ihm gegeben? Geheimcodes? Geld? Ich weiß, Mikrofilme. Im Umschlag waren Brausetabletten. Boris kann ohne sie nicht mehr leben. In die Zukunft. Wir vom BHW geben Ihnen Ideen mit auf den Weg. Sie wollen Ihre Freiheit. Wir geben Ihnen finanziellen Freiraum. Sie finden Ihr Glück. Wir sichern es ab. Sie bauen Ihre Karriere auf. Wir Ihr Vermögen. Sie verwirklichen Ihren Traum. Wir vom BHW finanzieren ihn. Was immer Sie im Leben erreichen wollen, wir bieten Ihnen Ideen für mehr Lebensqualität. BHW, Bank, Bausparkasse, Versicherung. Gor, ein grausames Land. Die Herrschaft hat Sarm, gespielt von Oliver Reed. Ihr habt euren Triumph. Ihr habt den Heimatstein. Wir glauben, die Macht des Steins hat euch zu uns geführt. Der? Ins Reich von Sarm? Andere laufen vor ihm davon und ihr wollt ihn besuchen. Ihr geht voran. Ich bin derjenige, der dein Leben in der Hand hat. Sie gehört dir. Also beweis es. Was ist denn das für ein Ring? Ein Glücksbringer oder sowas ähnliches? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ein weiteres Abenteuer im Königreich Gor. Cabot, du hast mir etwas verschwiegen. Ja, sogar sehr viel. Lara, die machtbesessene Frau des Königs, und der gefürchtete Priester Xenos alias Jack Palance lehren Cabot das Fürchten. Und jetzt tötet ihn! Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris, Hardy Krüger und Stuart Granger in die Wildgänse kommen. Auftakt dreier Filme um die verwegene Söldnertruppe. Ihr Auftrag ist mörderisch. Zunächst mal muss ich herausfinden, ob das Projekt durchführbar ist. Und wenn ja, falsche ich nicht um Honorare, sondern bekomme, was ich fordere. Ich weiß, man bezahlt Sie ja auch für den Einsatz Ihres Lebens. Ich hoffe nur, dass es Ihnen nicht zu wertvoll ist. Sie werden gedrillt bis zur Erschöpfung. Sie sollen einen afrikanischen Diplomaten aus einem Camp befreien. Sie haben Erfolg, doch dann werden sie von ihren Vorgesetzten im Stich gelassen. Spinnt ihr, kommt zurück! Wir sind aufs Kreuz gelegt worden. Aber wir werden einen Weg finden, hier rauszukommen. Sie halten zusammen, um der Hölle zu entgehen. Erschieß mich! Um Gottes Willen, erschieß mich! Scott Glenn, Barbara Carrera und Laurence Olivier in Wildgänse 2. Rudolf Hess soll aus seinem Spandauer Gefängnis befreit werden. Das Fernsehen erhofft sich die große Story davon. Ich müsste irgendwie in das Gefängnis reinkommen. Für einen Mann wie Sie ist nichts vollkommen unmöglich. Irgendjemand trachtet nach seinem Leben. Die Befreiungsaktion läuft. Es wird gefährlich.
Geheimcode Wildgänse mit Klaus Kinski, Ernest Borgnine und Lee Van Cleef. Eine Truppe von Söldnern im Dschungel. Das gibt's nicht. Sieh dir das an, Stone. Das muss ein paar Millionen Dollar wert sein. Okay, ich jag es hoch. Sie suchen nach einem mysteriösen Drogenhändler, der viele Menschen auf dem Gewissen hat. Ihr müsst sie finden. Bestraft sie, wie es sich gehört. Drei Filme mit den Wildgänsen bei RTL Plus. RTL Plus Nachrichten, guten Tag. Zum Schutz vor einem irakischen Angriff verlegen die USA zur Stunde Tausende von Soldaten nach Saudi-Arabien. Vor einer Stunde sagte der amerikanische Präsident George Bush im amerikanischen Fernsehen, der Überfall des Irak auf Kuwait gehe alle Menschen in der Welt an. In den nächsten Stunden werden die Vereinigten Staaten im Golf, im östlichen Mittelmeer und in Saudi-Arabien 100.000 Soldaten zusammengezogen haben. Sie sollen mit modernsten Waffen ein Gegengewicht gegen die schwachen Armeen der Golfstaaten bilden. Heute früh hat der US-Flugzeugträger Eisenhower mit Erlaubnis Ägyptens den Suezkanal passiert. Im Parteienstreit um den DDR-Beitritt und den Wahltermin blieben auch heute die Fronten starr. Auf den Sondersitzungen der beiden deutschen Parlamente wiederholten die Parteichefs ihre bekannten Positionen. Im Bundestag wird heute das Wahlrecht beraten. In der Volkskammer müssen drei Anträge behandelt werden. Die DSU will einen sofortigen Beitritt der DDR, die SPD den Beitritt am 15. September. Die CDU will bereits am 14. Oktober Beitritt und Wahl. In der DDR droht ein dramatisches Waldsterben. Der Ostberliner Forstwirtschaftler Helmut Schieferdecker sagt, der schwer geschädigte Wald werde bis zu 90% kippen. Große Mitschuld gibt er den Politikern, die in den letzten Jahren nicht gehandelt haben. Dramatische Entwicklung auch beim Rundfunk der DDR. Dort sollen bis Ende August über 1.000 Mitarbeiter entlassen werden. Grund für diese Entscheidung: das Haushaltsdefizit von 14,5 Millionen D-Mark. Nun schieben sich das Medien- und das Finanzministerium gegenseitig die Schuld zu, für die Notlage verantwortlich zu sein. Altbundeskanzler Helmut Schmidt hatte einen Herzinfarkt. Das hat der 71-jährige Politiker jetzt in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt bestätigt. Schmidt war vor 2 Wochen in die Kieler Uniklinik eingeliefert worden, weil er sich ständig unwohl fühlte. Inzwischen wurde der SPD-Politiker, der seit 9 Jahren mit einem Herzschrittmacher lebt, aus dem Krankenhaus entlassen. Zum ersten Mal sind im vergangenen Jahr die Opfer von Tierversuchen gezählt worden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat heute bekannt gegeben, dass 2,64 Millionen Wirbeltiere bei Versuchen benutzt wurden. Dabei wurden nur solche gezählt, die bei den Versuchen Schmerzen oder Schäden erlitten haben. Rund 80% waren Mäuse, Ratten oder Meerschweinchen. Zum Sport: Harald Schmid, der 5-malige Europameister und Europarekordler über 500 Meter Hürden, hat seinen Rücktritt erklärt. Der 32-Jährige: ich habe gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht. Schmid war einer der erfolgreichsten Athleten der Bundesrepublik. Die nächsten Nachrichten um 17.55 Uhr, anschließend aus Frankfurt jetzt Netto, unser Wirtschaftsmagazin. Wiederschauen. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Netto, Ihrer Wirtschaft. Heute: die Lage am Persischen Golf bleibt angespannt. Dennoch huschte heute Morgen ein Hoffnungsschimmer über die Finanzmärkte. In Tokio konnten die zuletzt arg mitgenommenen Aktienkurse kräftig zulegen. Wie die Frankfurter Börse darauf reagierte, erfahren Sie von Claudia Sala.
Kräftig abwärts ging es heute mit den Kursen am Frankfurter Aktienmarkt. Gerüchte über die weitere Entwicklung am Persischen Golf verunsicherten den Markt. Nach einer bereits schwachen Eröffnung fielen die Kurse weiter, als der amerikanische Fernsehsender CNN berichtete, dass irakische Truppen Saudi-Arabien angegriffen hätten. Obwohl die Nachricht dementiert wurde, blieb der Handel äußerst nervös. Angesichts der für heute Nachmittag angekündigten Reden von George Bush und Saddam Hussein erwartete man auf dem Parkett eine weitere Zuspitzung des Golfkonflikts. Vor allem Verkaufsorders aus dem Ausland drückten den Markt. Die Verluste gingen quer durch alle Branchen. Bei einem Minus von 2,5% wurde der Kursverfall allerdings gestoppt. Der FAZ-Index verlor rund 20 Punkte und wurde zur Börsenhalbzeit mit 737,78 Punkten festgestellt. Das Gold präsentiert sich dagegen weiterhin stark. Mit $384,75 kostete die Feinunze heute Vormittag in London noch einmal fast einen Dollar mehr als gestern. Am Frankfurter Devisenmarkt profitierte der Dollar heute von den Meldungen über amerikanische Truppenbewegungen in und um Saudi-Arabien. Der amtliche Mittelwert des Dollar wurde mit 1,5929 Mark festgestellt. Gegenüber dem gestrigen Fixing war das ein Plus von 1,5 Pfennig. Im Studio begrüße ich jetzt Ulrich Hörstl, amtlicher Kursmakler an der Frankfurter Börse. Herr Hörstl, der Dollar hat sich heute etwas gefangen. Es sieht so aus, als ob das Eingreifen der USA in den Golfkonflikt den Dollarkurs etwas in die Höhe treibt. Warum geht man in spannungsreichen Zeiten immer in den Dollar? Man versucht immer auf der sicheren Seite zu sein. Das ist natürlich so, wenn wir die Weltwährungen heute betrachten, ist der Dollar immer noch die sicherste Kapitalanlage oder die sicherste Hafen für das Kapital. Warum? Ja, wir haben, wenn wir es vergleichen, wir haben den Yen, der doch sehr stark gebeutelt ist in der letzten Zeit durch Misstrauen mit der Demokratiebewegung der Regierung, sehr starke Regierungsschwächen. Wir haben das englische Pfund, was früher Reservewährung Nummer 1 war, was genau wie der Dollar immer Fluchtwährung war, ist aber in der letzten Zeit auch sehr stark gebeutelt. Es profitiert etwas vom steigenden Ölpreis, vom Nordseeöl, aber sonst ist eigentlich wenig zu sagen. Die D-Mark ist sehr belastet durch die Anschluss der DDR und die übernommenen Verpflichtungen und Kosten, sodass eigentlich von den größeren Währungen der Dollar immer nur übrig bleibt. Jetzt geht es aber insgesamt bergab mit dem Dollar. Die Tendenz ist also nicht gerade steigend. Welche Faktoren haben denn außer dieser aktuellen Situation noch Einfluss auf den Dollarkurs? Innerhalb der amerikanischen Wirtschaft zum Beispiel? Naja, wir haben natürlich in den ganzen letzten Wochen immer eine schlechte Nachricht nach der anderen bekommen, sei es der Anstieg der Konsumentenpreise, sei es der Rückgang von Aufträgen, sei es also all diese, sei es die Krise der amerikanischen Spar- und Darlehenskassen, sei es auch die ansteigende Arbeitslosigkeit, alles Indikatoren, die bezeugen, dass die amerikanische Hochkonjunktur, die wir 8 Jahre lang erlebt haben, jetzt erstmalig rückläufig und zwar kräftig rückläufig ist. Und auch das ist natürlich wieder ein Grund, dass man zunächst mal alle Welt glaubte, der Dollar müsste nun ganz wahnsinnig schnell ganz schwach werden. Dazu kommt, dass man in Amerika eine Zinssenkung erwartet zur Ankurbelung der Konjunktur, während hier die Konjunktur überschäumt. Ist denn der Dollar Ihrer Meinung nach jetzt unterbewertet oder wie hoch müsste er denn liegen, Ihrer Meinung nach? Der Dollar ist ein politischer Preis im Moment. Ich würde sagen, kaufkraftmäßig müsste er um die 2 Mark herum liegen. Aber es ist im Interesse sowohl der amerikanischen Notenbank und des Wirtschaftsministeriums in den USA, als auch hier das Interesse an einem niedrigeren Dollar. Denn die Amerikaner bauen ihr Handelsdefizit.